versammelte Gemeinde, der Segler oder auch nicht Segler. Ich muss das unbedingt nochmal zeigen. Das ist so toll. Es ist kein Wind. Es ist null Wind. Ich weiß es nicht. Ein Knoten. Also man sieht das hinter uns. Spiegelglatte Fläche. Und wir segeln hier mit 3,5 Knoten. Wir produzieren unseren eigenen Wind. Das ist ja gegen alle physikalischen Gesetze. Aber wir machen es. Das ist ja wie bei, ich weiß nicht, bei diesen Rennseglern, die auf ihren Tragflächen fliegen. Ich meine, das haben wir noch nicht. Wäre auch nicht schlecht. Wäre das nächste Projekt vielleicht. Nee. Wir haben unseren Genaker draußen. Unser groß natürlich. Ich kann das mal kurz zeigen. Also wir haben schon ein bisschen Segelfläche, aber ja, 100 Quadratmeter. Ein bisschen drüber, vielleicht 110. Wir wiegen 9 Tonnen. Kein Wind. Ey, ist das toll? Das ist so schön. Ruhiges, friedliches Wasser. Und wir segeln hier fast 4 Knoten. Also den Wind, den wir spüren, ist der Wind, unser Fahrtwind. Wenn ich wahrscheinlich das Segel wegmache, bleiben wir stehen. Nicht nur, weil wir das Segel wegmachen, sondern dann ist ja auch gar kein Wind mehr da. Dann schwitzen wir hier. Also wir haben sogar den Vorteil durch den eigenen produzierten Wind. Ja. Leicht fächelt. Schön. So wollen wir das. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Übrigens, wir sind auch die Einzigen, die segeln. Drumherum sind immer mal ein paar andere Boote, die alle motoren. Also in dem Sinne, ich mache mal so ein Bild. Ja, ich kann noch mal unsere 0 Knoten zeigen. Das, weil man sieht es am Wasser auch, dass wir tatsächlich keinen Wind haben. Also keinen Wind, der jetzt wirklich dazu beiträgt, dass wir hier Fremdeinwirkung haben. Natürlich müssen wir irgendwie ein bisschen Wind her haben. Aber ich kann ja noch mal zeigen, dass wir hier tatsächlich... Ich hoffe, man kann das sehen. Also das Speedometer geht nicht, weil da Seepocken drauf sind. Aber ansonsten... Das Unterwasserschiff. Und da habe ich 3 Tipps, über die ich jetzt ein bisschen erzähle, die ich bei mir praktisch auch angewendet habe. Und auch die Wirkung, was letztendlich unter dem Strich dabei wirklich rauskommt. Ja, der erste Tipp, der ist quasi der billigste und am schnellsten umzusetzen. Und zwar ist es das Gewicht eines Bootes. Nicht das Bootsgewicht an sich, sondern das, was man an Bord alles mitnimmt. Und wir haben eine Familie, da nimmt man gerne was mit. Und ja, Ausrüstungsgegenstände, persönlich fürs Boot, Werkzeuge, Ersatzteile. Und das sammelt sich ganz schön. Und wenn man so ein bisschen so die Sportbootszene sich anschaut, die sparen ja sogar an der Zahnbürste. Sprich, da werden selbst die Griffe von der Zahnbürste abgesägt, damit die 3 Gramm quasi nicht mit an Bord kommen. So extrem würde ich es nicht machen, aber es sammelt sich. Ne? Also alles, was man mit an Bord mitnimmt, gerade wenn man ein bisschen länger weg ist als am Wochenende, jedes Kilo, was man mitnimmt, macht das Boot schwerer. Und diese Schwere hat natürlich Einfluss auf den Längs- und Quertrimm eines Schiffes. Also je tiefer das Boot eintaucht, mehr benetzte Wasserfläche, mehr benetzte Wasserfläche, mehr Widerstand beim Vorwärtsbewegen. Das heißt, dieser Widerstand muss überwunden werden. Das ist eine. Also je leichter, umso mehr taucht es wieder auf. Und der Konstrukteur und die Hersteller eines Bootes haben sich ja Gedanken gemacht, auch über die Konstruktionswasserlinie, sprich das ist die Ideallinie vom Bug bis zum Heck, wie das Boot idealerweise im Wasser liegen soll. Und wenn wir Gewicht an Bord mitbringen, ist die Frage, wo legen wir das auch hin? Idealerweise schwersten unten und die leichtesten nach vorne oder achtern. Macht natürlich Sinn, auch gerade für die
Stabilität und Kränkung. Und wenn man sich das Boot von außen, von der Seite mal betrachtet, mal darauf achten, ist das Boot eher bug- oder hecklästig oder ideal ausgetrimmt. Das Schwierigste und Schlimmsten für die Geschwindigkeit ist eigentlich, wenn das Boot hecklastig ist. Wenn wir das Boot von außen betrachten, dann sehen wir ja quasi auch nur das Boot, wenn wir nicht mit an Bord sind. Und wenn wir aufsteigen, häufig sitzen wir hinten an Bord, da kommen dann mal gut noch mal ein paar Kilo zusammen. So zwei, drei Leute hinten, pro Person 70 Kilo, vorsichtig kalkuliert, schwupp, sind da 200 Kilo hinten drauf. Und das macht für die Geschwindigkeit eine Menge aus, hecklastig. Das heißt, der Wasserabriss hinten am Heck ist schlecht, saugt sich Boot fest. Und das macht richtig was aus. Ja, also gerade so die Boote, die schneller unterwegs sein wollen, achtet darauf, dass der Längstrim gut ist, auch mit der Besatzung hinten drauf. Das Gewicht so verteilen, gerade wenn man Getränke mitnimmt oder Wasserballast für Trinkwasser oder so, oder Kraftstoff, das kann man ganz gut hin und her verteilen und die Menge eben halt begrenzen. Das war Tipp Nummer 1, das geht, also wie gesagt, relativ schnell. Da kann man mal gucken, was bleibt, behält da mal an Bord oder nicht. Tipp Nummer 2 ist das Antifouling. Auch gar nicht so unwichtig, erstmal welches Antifouling ich auftrage. Also es gibt ja, wenn man so will, verschiedene Varianten. Ich nenne mal 3, die sich bei mir so herauskristallisiert haben. Einmal Soft Antifouling, Hard Antifouling und Copper Coat. Das hängt so ein bisschen ab, wie oft man und wie man das Boot bewegt. Also wenn man öfters unterwegs ist, auch mit ein bisschen Geschwindigkeit, ist ein Soft Antifouling aus dem, was ich so ausprobiert habe, am besten selbst erodierendes. Wenn man bewegt ist, wenn man eher Standzeiten hat, ist Hard Antifouling, entsprechend natürlich auch dem Seegebiet bewohnt ist. Und ich habe mich für Copper Coat entschieden. Ich habe auch ein kleines Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen, auch gerade wie, warum wir uns dafür entschieden haben und wie man das macht, letztendlich auch. Kann man ganz paar Sachen beachten und macht auch was beim Bootspeed, weil je glatter das Unterwasserschiff, je mehr Speed hat man logischerweise. Das heißt also, so eine richtige Performance-Yachten, die sind ja wie gewachst, das heißt, das ist ja aalglatt, wie es das vorhin heißt. Und kann man sich also gut vorstellen, ne, was so richtig schön ins Wasser gleitet, mit wenig Widerstand. Das sind nicht nur Seepocken oder sowas dran, ist, sondern tatsächlich eben auch der wie Plan, die Unterwasserfläche ist. Also die Menge der Unterwasserfläche, Tipp 1. Tipp 2, wie glatt ist die Unterwasserfläche? Und da kann man ein bisschen was machen. Je feiner man mit Schleifpapier oder den Antifouling-Auftrag aufbringt, umso mehr Speed werden wir haben. Nicht nur an grundsätzlich, sondern auch ganz konkret im Feintuning. Und Tipp Nummer 3 ist eigentlich der, ich sag mal, der wichtigste vielleicht. Nicht der wichtigste, aber vielleicht der effektivste. Leider auch der teuerste. So, aber auch der nachhaltigste. Und zwar geht es darum, der Propeller. Klassischerweise ja, hat man einen speziellen Propeller unten an seinem Schiff. Die Standardvariante sind Festpropeller. Und dann gibt es ja Verstell- und Faltpropeller. Ja, also man kann sich natürlich schon vorstellen, dass die Propeller beim Segeln natürlich eine Wirkung haben. Und der Propeller hat natürlich auch seine Berechtigung, gerade wenn wir eben in schwierigen Gewässern unterwegs sind oder Hafenmanöver, dann können wir auf den gar nicht verzichten. Und der klassische Hersteller, wer Boot verkauft, baut einen Festpropeller ran, weil er hat nämlich auch ganz paar Vorteile, Festpropeller. Ich habe mir mal so zwei, drei Stichpunkte dazu gemacht, damit ich nichts vergesse. Also der wichtigste Vorteil eines Festpropellers ist der günstige Preis. Also der Herstellung ist relativ einfach, wird eben auch aus einfachem Material hergestellt, zack, ran und fertig. Ein anderer Vorteil ist noch beim Festpropeller, der muss nicht gewartet werden. Also wenn er dran ist, ist er dran, dann kann man den zwischendurch mal sauber machen und fertig. Da kann auch kaum was kaputt gehen, also langlebig. Und da geht auch nichts kaputt, also da kann nichts, keine beweglichen Teile sind dran. Da kann also in dem Sinne auch an diesen beweglichen Teilen natürlich nichts kaputt gehen. Und der muss auch nicht gewartet werden. Also die Wartungsaufwand ist minimal. Also wie gesagt, wenn man mal draußen hat im Winter, dann geht man mit dem Schleifpapier mal ein bisschen drüber. Und fertig. Ja, das sind die Vorteile eines Festpropellers. Nachteil hat er natürlich auch. Ein großer Nachteil ist natürlich der Speedverlust. Werde ich auch gleich konkret sagen, wie die konkreten Erfahrungen bei uns also sind, wie viel wir eigentlich dadurch auch an Geschwindigkeit verlieren oder verloren haben. Und ein zweiter Nachteil ist logischerweise auch eine Belastung fürs Getriebe.
war mir zu Anfang auch gar nicht so klar, aber wenn man so sich ein bisschen mit den Fachländern unterhält, eigentlich sogar noch ein zweiter Teil dazu. Und zwar ist man, wenn man normalerweise segelt und man hat einen Festpropeller an Bord, dann legt man häufig den Rückwärtsgang ein, um den Propeller zu blockieren. Der Laufgeräusche wegen und ich sage mal, vielleicht auch Überlastung. Es gibt nur die Hersteller, sagen, lasst es einfach laufen und ist okay. Aber die meisten blockieren tatsächlich den Festpropeller, so habe ich das auch gemacht. Und immer wenn man ein bisschen auch schneller unterwegs ist und man den blockiert, gibt es da einen kurzen Impuls, wo das Getriebe blockiert wird, also mechanisch blockiert wird. Das mag das Getriebe eigentlich gar nicht. Und wenn man schneller unterwegs ist, und das sind wir manchmal, weil wir auf dem Katamaran segeln, entsteht ein ziemlich hoher Staudruck. Und dieser Staudruck ist auch langfristig für ein Getriebe nicht gut. Also von daher ist ein Festpropeller im Einsatz eben auch getriebeschädlich, nenne ich es jetzt einfach mal. Also langfristig gesehen, das passiert nicht in ein, zwei Jahren, aber langfristig ist das tatsächlich eine Belastung fürs Getriebe. Wir haben uns jetzt entschieden, einen Faltpropeller anzubauen. Was waren unsere Kriterien dafür? Warum haben wir uns für einen Faltpropeller entschieden? Ich zeige dir noch gleich, welchen wir da angebaut haben oder anbauen werden. Noch im Vergleich mal zu dem Festpropeller, den wir fahren. Also das erste Kriterium ist natürlich das Boot. Welches Boot bewege ich eigentlich? Das ist schon ein wichtiges Kriterium. Kann ich einfach jeden Faltpropeller daran bauen? Das zweite ist auch, wie nutze ich das eigentlich? Wie oft segel ich bzw. fahre ich mit dem Motor? Bei uns ist so das Verhältnis 9:1, kann ich so grob sagen. Also wir segeln mehr, als dass wir das Motorboot nutzen. Also klar, anlegen, ablegen, enge Fahrwasser, die wir fahren müssen. Da ist natürlich der Motor dran, wenn wir da drin nicht segeln können. Und das Schiff ist also 39 Fuß, ist also doch schon ein bisschen breiter und länger. Und dann muss man halt bei dem Motor verwenden. Aber ansonsten versuchen wir, so viel wie möglich zu segeln, weil wir es einfach mögen. Also wir mögen lieber also die Ruhe und die Stille und die Geschwindigkeit durch Wind, als den Motor zu nutzen. Ein weiteres Kriterium ist, was für einen Motor habe ich an Bord? Wir haben einen Volvo Penta MD2030, also ein Dreizylinder, knapp 30 PS, mit dem passenden Zähldrive dazu. Das muss auch beachtet werden, wenn man sich für einen Propeller entscheidet, passt sozusagen die Konstellation Motor, Zähldrive, also Motorgetriebe, Zähldrive und dann der Propeller. Das sollte möglichst sozusagen eine stringente Form sein. Also nicht jeder Propeller passt zu jeder Motor-Performance, nenne ich das mal. Wir sind dann bei Volvo Penta auf einen Hersteller gestoßen nach Recherchen, der klassischerweise früher mal dafür auch geliefert hat für Volvo Penta. Inzwischen macht das Volvo Penta er selber und verdient da seine schwedischen Kronen damit selbst. Wir sind auf einen Italiener gestoßen, der viele Jahre lang für Volvo geliefert hat. Und nach wie vor auch noch produziert. Also das zeige ich dir auch gleich mal, auch im Verhältnis. Und ich werde auch ein kleines Video machen zum Ranbauen, also worauf man achten muss, wenn man diese Propeller wechselt. Beim Abbau und beim Anbau, da kann man auch einige Sachen falsch machen. Selbst passiert. Und da würde ich ein bisschen was zu erzählen. Also ein neues Kriterium für Faltpropeller, überhaupt Propeller, ist auch der Preis. Da gibt es schon große Preisunterschiede. Ja, es gibt da ein paar Hersteller, die sich immer ganz schnell stößt, wenn man bei Faltpropeller sich entscheidet. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt für quasi, wenn man so will, gar nicht so bekannte Marke entschieden. Und sind aber über die Testberichte, die wir dort bekommen haben, gelesen haben, eigentlich sehr positiv gestimmt. Und natürlich ist der Preis dann natürlich auch, spielt auch eine Rolle, weil diese Faltpropeller sind natürlich nicht aus dem gleichen Material wie die Festpropeller. Das ist eine spezielle Legierung aus mehreren Metallen. Schwerpunkt ist Bronze, aber nicht nur. Und hilft bei der Performance natürlich. Die Oberfläche ist natürlich dann eine andere als bei so einem einfachen Festpropeller. Und auch noch ein Kriterium ist, wenn man sich für einen Faltpropeller entscheidet, ist es ein zweiflügeliger oder dreiflügeliger. Wir haben uns in dem Fall für einen zweiflügeligen jetzt entschieden. Auch da kann man leichte Unterschiede machen. Also das ändert sich ein bisschen bei der Blattgröße bzw. auch bei der Steigung. Ist auch entsprechend ein Umrechnungsfaktor vom Festpropeller zum Faltpropeller, kann man dort auch in Listen das sehen oder man lässt sich vom Fachhändler dort kurz mal beraten. Und wir haben den Vorzug dem zweiflügigen Faltpropeller gegeben, weil die Nutzung, wie wir es nutzen, passt also besser in unser Bootsprofil, sage ich mal, in unser Nutzungsprofil. Deshalb zwei Propeller. Noch ein wichtiger Tipp, den wir auch sozusagen so ein bisschen durch Gespräche und auch so ein bisschen mit Nachdenken natürlich so rausbekommen haben. Faltpropeller haben natürlich nicht so eine lange Lebensdauer wie ein Festpropeller.
Man sagt so, die Hersteller sagen so, ja, 10, 15 Jahre kann man gut und gerne mit einem Faltpropeller fahren, wenn man ihn normal nutzt. Ja, wo man sagt, was, wie nutze ich, kann ich den falsch nutzen, nicht mal an und fahre los. Es gibt eine Situation, die relativ oft passieren kann und doch auch mal genutzt wird, das war nämlich Motorsegeln. Also Motorsegeln, sprich, ich segel, stelle fest, Mensch, die müssen Geschwindigkeit fehlt mir oder noch ein paar Grad hoch ein Wind und mache ich den Motor mit an. Und wenn es ein bisschen Seegang gibt, hat der Faltpropeller oder bekommt der Faltpropeller ein kleines Problem, weil wenn wir Segel, also die Welle berghoch segeln sozusagen, dann schiebt der Motor und wenn er schieben soll, versucht er quasi aus der Faltung auszuklappen durch die Drehbewegung und sich sozusagen richtig auszuklappen und Druck aufzubauen. Und wenn er bergunter segelt, dann die Segel aus dem Meer ziehen, dann klappt er quasi durch die Geschwindigkeit Anschwung von vorne wieder ein bisschen zu. Und das macht dann der Faltpropeller permanent, also immer leichtes Aufklappen, leichtes Zuklappen. Und trotzdem ist eine Last drauf. Diese Last, also diese Propeller sind so konstruiert, dass sie Last quasi am idealsten vertragen, wenn sie 100% ausgeklappt sind. Also so, man kann sagen, im rechten Winkel, in der zur Fahrtrichtung, dann ausgeklappt sind, dann sind sie relativ effektiv oder sind effektiv. Und die Belastung auf die Zähne, also auf die beweglichen Teile ist wesentlich geringer. Wenn ich also so im 80- oder 70-prozentigen Zustand immer auch Last drauf gebe auf dem Propeller, dann nutzt das viel, viel schneller ab. Also manche Hersteller sagen, naja, weniger als 50% noch Nutzungszeit, wenn man das immer wieder macht. Also Motorsegeln bei glattem Wasser spielt dann also keine Rolle. Oder man muss es so einstellen, dass der Motor immer tatsächlich die Hauptlast trägt, dass er also nicht aus dem ausgeklappten Zustand immer wieder so einklappt. Na, das wäre, da sollte man also einfach drauf achten. Ne? Oder man segelt gar nicht und nur den Motor, dann ist es für den Faltpropeller eine längere Lebensdauer. Das ist ihm egal, ob er dann, ich sag mal, ein bisschen weniger Schub oder mehr Schub macht, solange er im ausgeklappten Zustand ist.